musst für dich selber sorgen, denn du bist jetzt wer, der das tun muss. Jahrelanges Training, jemand zu sein, hat jetzt tiefe Narben auf der Oberfläche eines Planeten hinterlassen, der ganz unbekümmert durch das All kreist. So, nun musst du für dich selber sorgen. Du musst dir nun selber Sorgen machen. Du musst nun selber Sorgen haben. Du musst dich selber versorgen. Du musst dich um dich selber kümmern. Kümmerst du dich selbst? Bist du der Kümmerer, der Kümmerling? Kümmer dich. So, du bist nun erwachsen. Du musst nun Entscheidungen treffen. Du musst für deine Handlung Verantwortung übernehmen. Auch wenn du nicht genau weißt, ob du wirklich jemand bist, der für seine Handlung Verantwortung übernehmen kann, musst du jetzt für dich selber sorgen. Das ist die Aufgabe deines Lebens. So bedrückend. Auf mir lastet das Ganze, die ganze Luft um mich rum lastet hier auf die zusammengeballte Energie von einem mir, ein Mich-Sein, ein Ich-Sein, eine kontrahierte, begrenzte Erscheinung. Wie soll da wer damit umgehen können? It is a release. Being in that energy, it's a release. Yeah, this is improvisation yoga. No one needs it. No one has to go to there. Hakwa. Jetzt nicht mehr für dich selbst sorgen, denn du glaubst es jetzt nicht mehr, weil alles jetzt auf einmal ganz von selbst geschieht. Ganz spontan ereignet sich alles, alle Gefühle. Empfindungen. Dann kommt der Satguru daher. Der sagt gar nichts mehr. Der streitet ab. Auch nicht. Streitet nicht ab. Kein Konzept. Da wird sogar in Frage gestellt, ob es überhaupt Konzepte gibt. Es wird nichts mehr bewiesen. Was? Auf den Wiesen. Da blühen die Lilien wie im Feld. Auf den Wiesen blühen die Blumen wie im Feld. Ein Hase. Hoppeltet.
Hase, du übernimmst jetzt die Verantwortung. Für unser Leben. Los, los. Ich bin dir so dankbar, dass du mich so erleichterst. Ah, dass dieses Feld sich öffnen kann und ich mich nicht mehr so begrenzt. Auf dem Feld, da blühlen die Lidl, blühlen die Lidl. Ha, 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 ha. Das war ein kleiner Ausschnitt aus Yoga der Improvisation, die Wiedervereinigung von Nichts mit Allem, die nie stattfinden wird, da es lediglich eine vorgetäuschte Trennung war. Die Täuschung und der Getäuschte verschwinden gleichzeitig.